ist für mich auch sehr, sehr spannend. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, wir haben ja immer wieder auch mal neue Künstler hier und du zählst nicht zu neuen Künstlern. Du bist schon alter Hase. Vielen Dank, das war's zwischen uns. Ciao, okay. Also mit Kunst werde ich noch, du bist raus. Du bist raus. Ich bin jung geblieben und natürlich immer das Kind im Geschäft. Sie bauen sich wieder auf. Ich weiß, wie man mit ihm umgehen muss. Es ist halt doch schon so. Du kommst jetzt nicht mehr raus. Komm aus der Nummer raus. Okay. Raus. Definitiv. Du kommst raus, bist gefeuert. Neuer Programmchef, bitte. Definitiv komme ich raus, denn wir haben immer wieder neue Künstler hier und dann spielen wir Songs. Weißt du, wo du denkst, ja, mein Gott, könnte was werden. Und jetzt komme ich aus der Nummer raus und das ist kein Geschleime, das kommt von Herzen. Deine neue Single, ID. Die ist der Wahnsinn, die ist der Hammer und das meine ich wirklich ernst. Wir spielen sie hoch oder runter. Ja. Wir spielen sie auch, obwohl unser Chef manchmal sagt, es reicht jetzt. Ziel ist nochmal, also es ist wirklich ein Song, der den Leuten gefällt, der abgeht und das macht dich aus, oder? Ja, das ist so heißt das Album. Ne? Es geht um Identität und diese drei Fragen: Wer bin ich? Wer bist du? Wer sind wir? Habe ich versucht, in so einen flotten Song reinzubauen. Nicht so schwer, so philosophisch, sondern irgendwas, was im Sommer auch gut ankommt und ich merke es bei den Konzerten, sobald ID gespielt wird, dann holen alle sofort die Handys raus, ja, das ist so der Handy-Moment und es ist echt ein Wahnsinn, was im Moment los ist, die Konzerte sind auch alle am Ausverkaufen, wir müssen jetzt auf größere Hallen verlegen, okay. Hier in Frankfurt sind wir im November oder Dezember, aber es ist ausverkauft, aber ich freue mich sehr, ich darf euch heute was verraten. Oha. Also wenn nichts dazwischen kommt, dann Oha. Wird Moses Pelham zu Gast sein in der Frankfurter Jahrhunderthalle am, ist das der 31.? Ach, ich muss nochmal auf Tour. Wir finden es für dich raus, genau. Definitiv. Und wir wollen da was zusammen was singen. Aber was sagst du denn mit ID? Das ist ja so ein Selbstfindungssong, eventuell auch, du warst im Kloster, hast du dich selbst gefunden? Ja, das würde ich sagen. Ich glaube, ID heißt aber auch in Development, also man ist ja immer irgendwie in Entwicklung und ich möchte nicht irgendwo stehen bleiben. Aber ich habe lange gesucht, mein Leben hat ein bisschen was von so einem Zickzack, ne? So die erste Phase, einfach diese 27 Jahre mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern, das Musizieren, Songschreiben und durch die Welt reisen. Und dann, die zweite Phase war so diese 6 Jahre im Kloster, als Mönch gelebt, komplett abgeschieden von allem. Und jetzt ist die dritte Phase so die Zeit als Solo-Artist. Und ich frage mich manchmal, wer der Regisseur meines Lebens ist, weil es passieren so viele verrückte und tolle Sachen und das ist für mich, da muss es einen Gott geben. Es ist verrückt. Es ist in der Tat verrückt, wenn ihr das so ein bisschen erzählt. Bin ich leicht sogar schon am Wasser gebaut, denn es ist für mich auch eine ganz besondere Ehre, dass du da bist. Ich habe es am Morgen schon und auch schon oft in unserer Morning Show erwähnt, dass ich damals absoluter Fan von euch war. Echt? Von der Kelly Family, ja. Ach. Das habe ich mehrfach erwähnt. Ich habe mehrere Open Airs mitgemacht. Was? Ich damals, krass. Ja, natürlich. Es gibt kaum jemanden, der euch nicht irgendwie mal erlebt hat. Ich war noch ganz klein, saß auf den Schultern von meinen Eltern, von meinem Papa in irgendeiner Fußgängerzone. Ach, und er erzählt das immer wieder und haben wir die Kelly Family gesehen. Ach, krass, also man muss wirklich sagen, es gibt kaum jemanden, der euch nicht kennt oder mal erlebt hat. Mindestens. Abgefahren. Ja, das war in den 90ern eine unglaubliche Zeit. Ne? Also dieses, wenn ich überlege, es gab Platten, die haben Rekorde von The Beatles und Michael Jackson sogar geschlagen. Mhm. Oder irgendwie Stadionkonzerte zu geben. Hier im Frankfurter Waldstadion, das ist ja auch irgendwie crazy. Mein erstes Konzert, also als Besucher, da war ich 9 Jahre alt, war hier in Frankfurt. Okay. Im Waldstadion und das war The Boss, Bruce Springsteen. Oh. Und ich habe das gesehen und habe gesagt so, das möchte ich auch. Und 10 Jahre später stehst du auf dieser gleichen Bühne und rockst das Ding. Also das ist echt unglaublich. Ich habe damals im Saarland gewohnt und ihr wart zweimal im Ludwigsparkstadion im Saarland. Da habe ich euch gesehen. Ihr wart in der Saarlandhalle, da habe ich euch gesehen. Was? Ich bin überall mit dabei und es macht auch Spaß, dann zu sagen, da sitzt der abends auf der Couch. Ich bin jetzt 41. Wer bist du? Ich werde dieses Jahr 40. Ja, also wir haben fast das... Wir sind Bunnies. Sorry, bis raus. Komm, lass das Bier holen. Hey, ich ruf den Moses an, komm vorbei, wir trinken ein. Oh. Und dann sitze ich zu Hause auf der Couch, ja, und dann guckst du den hier an bei Sing My Song und sagst du, hey du, der da. Ja, also
Wahnsinn. Schön, schön, dass man das so ein bisschen wieder verknüpfen kann, dass die alte Zeit dann zwischendrin war, deine Klosterzeit und jetzt bist du als Single-Künstler unterwegs, dass man das so ein bisschen verknüpfen kann. Und verrat uns bitte, und wir kommen schon langsam Richtung Schluss, verrat uns bitte, wie wird es weitergehen? Also ich habe jetzt dieses Jahr noch einige Konzerte, so eine große Hallentour. Und nächstes Jahr werde ich auch viele Shows auch im Ausland geben. Der ganze Sommer wird voller Open Air sein. Also eigentlich mache ich diesen ganzen Zirkus nur, um live zu spielen. Weil die Bühne und das Publikum, das ist für mich sowieso, das ist mein Element. Also ein Fisch und Wasser, ich und Bühne, das ist, ich bin ja auf der Bühne quasi groß geworden. Es war mein Spielzimmer und das ist heute noch. Und deswegen passieren manchmal auch verrückte Dinge. Damals hattest du noch längere Haare. Das stimmt, die sind jetzt mit dem Haarausfall nicht mehr da. Aber hättest du nie gesagt, es reicht jetzt? Mit den Haaren, weißt du? Achso, insgesamt. Auch die Haare. Ja! Die habe ich irgendwann abgeschnitten. Also es gibt Momente, wo ich so sage, so jetzt bin ich urlaubsreif, weil einfach so viel Promotion, Konzerte hintereinander kommen. Und heute ist so ein Tag, aber wenn ich dann mit euch zwei bin, dann sage ich mir, komm, es macht doch Spaß. Aber ich freue mich, weil ich ab morgen auch 8-9 Tage im Urlaub bin. Und deswegen genieße ich diesen letzten Promotion-Tag mit Antenne Frankfurt. Ja. 95,1. Letzte Frage, allerletzte Frage. Und dann sind wir fertig. Wie gefällt es dir hier in Frankfurt? Ich liebe Frankfurt, wirklich. Ich habe viele gute Erinnerungen in der Kindheit. Auf der Frankfurter Zeil, heißt sie immer noch so? Immer noch. Ja, da habe ich mit meinen Geschwistern jahrelang auf der Straße gesungen. Es gab damals den langen Samstag, der wurde heute abgeschafft, weil jeder Tag lang ist heute. Ich dachte mal, der lange Donnerstag. Ne? Lange Donnerstag, ja. Und, da bin ich schon wieder raus. Ja, und die Story mit Bruce Springsteen im Stadion, das ist auch etwas, was mein Leben sehr geprägt hat. Ne? Wenn du als Kind so diese Prägung hast und das war hier und es gab viele, ja, einfach tolle Konzerte, auch Momente. Ich freue mich auch tierisch auf dieses Konzert in der Jahrhunderthalle. Das ist ja eine Halle, wo Frank Sinatra, The Doors alle gespielt haben. Natürlich. Und dann bist du auf dieser Bühne. Die haben immer noch die originale Bühne behalten. Mhm. Und hinten im Backstage in der Garderobe stehen die Listen der Künstler, die alle da waren. Wirklich? Das ist unfassbar. Also das und da kommt dein Name jetzt. Jetzt kommt mein Name hin. Yeah, I made it. Ja, wirklich, sehr schön. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Also Michael, Patrick, Kelly und er hat uns gesagt, ab sofort dürfen wir ihn Paddy nennen. Yes, aber Dankeschön, nur ihr. Hin zu Kunst. Das ist vollkommen in Ordnung. Danke, bis bald. Ciao. Tschüss. Wollen wir noch ganz kurz live on air gehen? Jetzt du.